Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Baldur's Gate 3. Wir sind immer noch in Rivington und haben in der letzten Folge den Zirkus zu Ende besichtigt. Dort kam es nochmal zu einem kleinen Kampf mit einem Gestaltwandler Schnibbels. Und wir sollen den richtigen Schnibbels suchen. Der ist allerdings ein bisschen in Teile aufgeteilt. Hier haben wir eine abgetrennte Clownhand schon mal. Mal sehen, was wir noch so finden. Wir haben hier das Warenhaus in Rivington, haben uns angeschaut. Und ja, wir wollen gucken, was wir jetzt hier noch so finden. Hier liegt ein Hundehalsband. Das könnte einen Blick wert sein. Da kommen wir wohl runter. Wir gucken uns aber vielleicht erstmal oben um. Do me a favor. Box my ears in. I can't listen to any more whining about missing letters. Forgive me, but I must attend to my friend. She's most upset about the post. Ja, wollen wir mit ihr sprechen? Sylvie. Do not, under any circumstances, employ Sword Course Couriers. Their service is appalling. Interessant. Ja, überall noch hier diese Zirkusplakate natürlich. So, da kommen wir, glaube ich, wieder genau da hoch zur Windmühle. Genauso wie der Weg hier wieder hoch führt zu den Weizenfeldern. Was seid ihr für welche? Mit denen können wir vielleicht nochmal sprechen. Let me have a little peace and quiet, won't you? Okay. Can't talk just now, sorry. Garheit Glattkiefer. I'm not scared of the authorities. But it would be stupid to pick a fight with the Fists. Right? Höchstwahrscheinlich. I think that's what they call a monopoly. Ever wanted to meet the most cowardly dragonborn in the realms? I fell for the blockhead. I know. Cursed to put my hands on everything. Aus den jungen Dringo. Hi. Hi. Diese Frau wirkt wie eine strenge Zuchtmeisterin. Oh, ich glaube, ich habe einen eurer Hunde gefunden, Kratzer. Scratch? I thought he was dead. But you should keep him. Dringo, get back to work. And you, what do you want? This is a private yard. Ich möchte einen Hund kaufen. They're not for sale. These are courier dogs, trained to follow orders, read maps, and protect their deliveries with their lives. They're worth more than their weight in gold. Ihr wart furchtbar streng mit dem Hund, als ich eintraf. It's the only way to teach him. He behaves worse than the dogs and makes more of a mess. Ich glaube, ich habe einen eurer Hunde gefunden, Kratzer. Found him, did you? I can't say I'm surprised. Gomwick never kept him on a tight leash. Bring him here, and I'll give him a once-over for you. Check him for worms and so on. Oh, yes, please, I'd love to see him. He's a good dog. We'd both love to see him again. Wir pfeifen mal nach Kratzer. Da kommt er schon. Shut up, Dringo, and get back to work. And you've been slacking as well, Scratch, my boy. This dog is property of Sword Coast Couriers. I'll take him off your hands now. Ich dachte, dass Kratzer Gomwick gehört. Gomwick was his handler, not his owner. Er lebt bei mir, ihr könnt ihn nicht einfach mitnehmen. I
can do whatever I please. He's my dog. Now get out. This is a private yard. Okay, dann wollen wir sie mal einschüchtern. Ich breche jeden Knochen in eurem Körper, bevor ich zulasse, dass ihr diesen Hund wehtut. Bei Tieren verstehen wir keinen Spaß. Okay, das sollten wir vielleicht nochmal würfeln. Schließlich geht es hier um Kratzer. You'll do no such thing. It's not just Scratch. She's always hurting the dogs. Shut your mouth, Dringo. Last warning. Tut mir leid, Dringo, aber ich interessiere mich nur für Kratzer. Alle anderen sind mir egal. And now you have him. So get out of my kennels. As for you, that's a 10 days pay docked. Now, back to work. I hope that bloody dog bites you. Die ist wirklich grausam, ja. Hat er noch was zu sagen? I'm sorry for what happened. Scratch will be happier with you. Ja, das denke ich auch. Unsere eigenen Gefährten und Untertanen behandeln wir ja gut. A new face. Something to send? Don't be shy. Wir schauen mal ins Abfertigungsbuch. Eine Übersicht verschickter Sendungen auf der neuesten Seite aufgeschlagen. Verschickte Pakete, Anfrage zu Tauben, Flowguard Park, Entschuldigungsschreiben der Poststation, Nit Frickelsheimer, As Mystica, Wandhampur, Baldus Ohr, Gazetten, Liefergebiet Vorstadt, Erinnerung bei Estra wegen versprochenen persönlichen Interviews nachhaken, Bericht von der Front, Herzog Wavengard, Komponentenbeutel, Zauberer Zubehör, Briefe von Flüchtlingen, Rektorin Janis, Tempel der offenen Hand. Okay, das können wir vielleicht nochmal gucken hier. Ah, eine schöne Zeitschrift. Bürger zuerst, Gortasch zu Flüchtlingsgelichter. Razzien bei kriminellen Banden destabilisieren Unterwelt. Absolut unwillkommen, Stadtzeitkult, die kalte Schulter. Erste Galafight Rekrutierungssaison. Stahlwache hält Verbrechen weiterhin im Stahlgriff. Und Tiefwasser wartet bei Hilfslieferungen in Bürokratie. Fleischstandards und die gemeine Ratte Ratschläge bei Belagerungen. Sehr schön. Plakat zur Krönung Gortasch. Fürst Gortasch wird Erzherzog. Große Zeremonie in der Audienzhalle im Würmfels geplant. Gortasch is being named Archduke. Time to pay Worms Rock a visit. Ja, da sollten wir mal vorbeischauen. Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Lieferung nicht garantiert. Sehr gut. Ich muss euch etwas Betrübliches mitteilen. Ich habe die Leiche einer eurer Kuriere gefunden. Er trug diesen Brief bei sich. Gomwick, that's a real shame. Fine courier he was. Stumped how I'll replace him. Most want to get into the city these days, not leave it. We've had to cut our courier services completely. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now something's attacking them and all. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? Wisst ihr, wo die Vögel verschwunden sind? Not the foggiest. Normally they fly true as an elven arrow. Something nearby is snatching them. I can tell you that much. Okay, irgendwo in der Nähe. Ich könnte die Tauben für euch finden. Meine Gebühr ist sehr günstig. Well, if it's not too much trouble, I'd be much obliged. Any letters you find, bring them back to me. Unopened, of course. And there's some gold in it for you. He's a good man. Don't suppose you've stumbled across those letters yet? Noch nicht, aber ich halte weiter Ausschau. Much appreciated. They'll turn up in the last place you look, I'm sure. Ja.
Wahrscheinlich. So, was finden wir hier? Mitarbeitergehaltsliste, da können wir auch nochmal reinschauen. Die Gehaltsabrechnungen aller Mitarbeiter des Posthauses. Neben Dringos Gehalt steht eine Anmerkung auf Marias Anweisung um 2 Kupferstücke gekürzt. Zustellbeschwerden. Abogast Nitt, Zeitung nie geliefert, leicht verärgert, Mungo Frickelsheimer, Rechnungen über Studiengebühren der Eltrokul Akademie, wäre froh, wenn diese Briefe verschwunden bleiben. Aas Mystiker, Begräbniseinladungen, würde eher sterben, als je wieder einen so zweitklassigen Kurier zu beauftragen. Sirstrel Vantempur, Eisenflasche, ist euch klar, wer meine Eltern sind, ich schwöre. Hinweis, wenn Briefe mit dem Vermerk Liefernachforschung Postmeister gefunden und ungeöffnet geborgen werden, wäre ich sehr dankbar. Dann zu. Oh, da liegt noch ein Adressbuch. Moment. Orin, Squaw, burn away the shadows she hides in, tear off her mask, and you'd reveal her for what she is. Da hast du recht, Lizelle. Okay, hier haben wir die Postadressen wichtiger Bürger. Ich glaube, das brauchen wir uns nicht durchlesen. Das werden wir alles eh auf eigene Faust erkunden. Und momentan suchen wir niemanden. Die Tauben, die den Kurieren der Stadt dienen, haben viel mehr Ansehen verdient. Nehmen wir zum Beispiel Schnabi, eine Taube, 10 Jahre alt, Ur-Ur-Ur-Großvater und edler Verrichter seiner gewaltigen Pflichten. Es gibt wohl kaum einen Baldurier, der diese edle Taube mit orangefarbenen Schnabel und kohlefarbenen Flügeln noch nie durch unsere schöne Stadt hat zischen sehen. Schnabi hat herzögliche Erlässe transportiert, Hochzeitsankündigungen, Hilferufe und mehr. Ohne dass einem gurrenden Schnabel hier eine Beschwerde entwichen wäre. Wer unter uns kann von sich behaupten, einen solch edlen Beruf dienstbeflissener auszuüben? Und hier haben wir das Kurierhunderegister. Bingo, keine Flöhe, aber jede Menge Klumpen im Fell, verfilztes Fell, Mundgeruch bellt immer noch laut, braver Hund. Snee, braves Mädchen wie immer, kein verfilztes Fell, kratzt sich gelegentlich mal nach Flöhen durchsuchen. Kratzer immer noch verschwunden, vermisse dich, Kleiner. Oh, hier ist irgendwas. Können wir hier wahrnehmen? Okay, das ist eher draußen, glaube ich. Da liegt ein Schlüssel, glaube ich. Lass uns das mal machen, bevor wir irgendwie hier nach oben gehen und das vergessen. Ja, hier tobt das Leben. No traps, please. Schlüssel der Schwertküstenkuriere. Dann kommen wir mit dem wahrscheinlich hier durch die Tür jetzt rein. Ja. Und mal sehen, was wir hier noch so öffnen können. Jeffers Morston. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Können wir noch mit Tieren sprechen? Ja. Wunderbar. Sprechen wir mal mit der Taube. Name and rank! Quickly now! There's a war on! Gegen die Absolute, ich weiß, ich kämpfe in diesem Krieg. The Absolute? Poppycock! Enemy propaganda designed to confuse simple minds. Not your fault you fell for it. You need a strong leader like myself to see the wood under the trees. I am Commander Lightfeather, leader of the finest aerial communication regiment this side of the Triumph. State your purpose, Groundwalker. I don't have all day. Okay. Ich habe gehört, dass einige eurer Offiziere verschollen sind. Was ist mit ihnen passiert? Damned awful business. Fine fires, a lot of them. Gone without a trace.
Intelligence is in short supply, but we know our enemies flanked us on the west side, not one rooftop away. Okay, Westseite. I won't lose one more beak to the blighter. Westseite auf dem Dach. If you pass that way, beware the sign of the featherless wings. From that rooftop, none return. Westseite, also quasi hier. Das ist, glaube ich, dieser Tempel. Da gucken wir dann gleich mal. Wenn wir hier fertig sind mit der Taube, können wir vielleicht auch noch mal sprechen. I've no need of a wing, man. Commander Lightfeather will give you your briefing. Okay. A little wet under the wing for our unit. The commander will soon straighten you out. Leave me be, Groundwalker. I've reports to prepare. Gibt es weitere Informationen über diese Mission? You'll want to watch out for the enemy's observation post, of course. Tallest point around these parts. It used to make a bloody awful racket, but it's fallen silent. No doubt our enemy has claimed the territory. Okay. An Fürst Haverford Gist. An den ehrenwerten Fürsten Haverford Gist. Euer Ruf als wohltätiger Adeliger ist weit über die Mauern von Baldur's Gate bekannt. Neben jene Mauern, welche meine Familie vor dem Zorn der Absoluten beschützen würden, könnten wir doch nur Einlass erhalten. Doch die flammende Faust am südlichen Teil der Wirmbrücke weigert sich standhaft, uns passieren zu lassen. Ich flehe euch an, euren Einlass geltend zu machen und ihnen aufzutragen, uns einzulassen. Unser ewiger Dank wäre euch sicher und solltet ihr die Dienste eines erfahrenen Schreibers benötigen, wäre ich gewillt, für ein rein nominelles Gehalt für euch zu arbeiten. Schreiber Gallagher Grimm in Rivington. An den Einstellungsverantwortlichen Gießerei der Stahlwache. Seid gegrüßt, ich bin ein erfahrener Schmiedehelfer und sitze momentan in Rivington fest, gehe aber davon aus, dass ich bald Einlass in die Stadt erhalte. Ich hoffe, dass ihr mir dann gestattet, mich in eurer berühmten Gießerei vorzustellen. Ich werde nämlich Arbeit benötigen und bin wirklich sehr gut in Hämmern und nun ja, Zang oder Zeng. Wie dem auch sei, vergesst mich nicht, ich komme demnächst vorbei, damit ihr sehen könnt, ob ihr mich einstellen wollt. Henry Zange Buchstar. Was haben wir hier? Formular H, Zutrittsverweigerung. Namen des Antragstellers einfügen. Die flammende Faust muss euch leider mitteilen, dass euer Antrag auf Einlass nach Baldur's Gate abgelehnt wurde. Begründung, alles zutreffende Ankreuzen, ausweichende Antworten auf Routinefragen, Verdacht auf Verbindungen zu einem Kult, Zweifel an der wirtschaftlichen Fähigkeit für sich selbst zu sorgen. Abgelehnte Antragsteller können nach einem 10-Tag einen erneuten Antrag stellen. Allzu häufige Anträge werden jedoch als Belästigung angesehen und können bestraft werden. Und an Lily Chessman von der Profos Akademie. Liebe Liddy, Papsi und ich können unser Glück kaum fassen, dass wir dich als Schülerin am Internet Profos unterbringen konnten, bevor die Stadttore wegen dieser Flüchtlingskrise versiegelt wurden. Es hat uns zwar zwei Arme und ein Bein gekostet, doch wenn es dafür sorgt, dass du in den Mauern der Stadt bleibst, bis die Gefahr vorüber ist, ist uns das jeden Preis wert. Mach dir um deine Eltern keine Sorgen, wir sind in Rivington recht sicher, solange die Stahlwache uns beschützt. Und was auch geschieht, was du auch hörst, komm bloß nicht auf den Gedanken, die Stadt zu verlassen. Zu wissen, dass du in der Akademie in Sicherheit bist, hält uns jeden Tag am Leben und wir werden das durchstehen, das weißt du. Helm segne und beschütze dich, Lily. Mamsi. Okay, ich glaube, dann sind wir hier fertig bei den Kurieren und wollen mal gucken, was wir dort drüben haben. Eilbericht für Herzog Ravengard. Den können wir nur aufnehmen. Den dürfen wir nicht lesen. Und dann machen wir uns strafbar. So, hier wollen wir mal gucken. Stillman is dead. The priests will open the temple up again. You will see. They're good people. Holy people. If you're looking for Ilmarta's charity, you're out of luck. They've turned their backs on us, like everyone else. Okay. Tempel der offenen Hand. The crying one weeps today. Our father Logan is dead. Murdered. Oh, wer ist Vater Logan? The best of us. I don't want to talk.
My heart is in mourning. Tja. May Ilmeta guide your footfall, stranger. Viele, viele Bücher hier. Valeria. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Brilgor. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits the rector of Ilmater. Brilgor ist der, den wir auf dem Friedhof ausgegraben haben. Ich weiß, wie nervtötend planare Wesen sein können, besonders welche von Celestia. Thank you. I wouldn't normally speak so harshly, but these are rather unique circumstances. Two people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor. The politically convenient target. Was macht Brilgor politisch so geeignet? Brilgor was a refugee. No one sticks up for them at the best of times, and with Gortash in power. Well, I expect the Flaming Fists will ban refugee aid now one of them's blamed for murder. Gewiss gibt es viele Leute aus Baldur's Gate, die immer noch eure Hilfe brauchen. Beschränkt euch darauf, ein Gotteshaus zu sein. Der Versuch, anderen zu helfen, hat euren Hohepriester das Leben gekostet. If we don't help them, who will? The kind Lord Gortash. Don't make me laugh. Now, if you'll excuse me, I've a temple to run and a high priest to replace. Wir könnten natürlich versuchen, Brilgor mit Toten sprechen. Also, dass wir ihn einmal rausholen aus dem Sarg und einfach versuchen, mit ihm zu sprechen. Ein Messbuch, das von den Anhängern des gebrochenen Gottes während der regulären Gottesdienstes genutzt wird. Es enthält sehr viele Hymnen über die Bedeutung der Selbstgeißelung. Oh, da sind Heiltränke. I'll take that. Let's see what you're hiding. Out of sight. Out of mind. Den nehmen wir noch mit. Heiltränke sind immer gut. Okay, den kriegen wir leider nicht. So, wollen wir noch mit Bruder Clemens sprechen? We let more outsiders in and more Baldurians die. Duke Stelnane, Father Lorcan, it's no coincidence. We have faith here, Bill. Faith in people, no matter where they're from. Who had more faith than Father Lorcan? How did that work out? Gibt es ein passenderes Opfer als eines, das seinen eigenen... Light fingers have attracted attention. It seems an explanation may be in order. Versuchen, dich aus der Situation herauszureden. Wir versuchen, ihn mal einzuschüchtern. 15 brauchen wir. Wurde doch hier direkt erkannt, dass wir die Heiltränke genommen haben. You've been given the benefit of the doubt this time. But something tells you next time you won't be so lucky. Okay, ich hoffe, das reicht jetzt aber. Okay, das sucht ihr, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Times may be hard, but the god on the rack asks that we endure. For him. Für ihn, genau. If you're looking for a handout, try elsewhere. We're focusing on our own now. Father Lorgan, I've nothing against Father Lorgan. Bruder Donnick. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Habt ihr schon mit der Ermittlerin gesprochen? Investigator,
That miniature mastodon is about as much use as rats in the pantry or flies in the soup. Father Lorgan's gone. Murdered. And now they're blaming a refugee for it. Ihr glaubt also nicht, dass es Brilgor war? No. Brilgor was a nice bloke. He came a couple of times for soup. Potato chowder was his favorite. Didn't seem the murderous type. But what do I know? Wo ist der Mord passiert? He was attacked in the cellar. He had a private altar down there. Used to like the solitude. The man ate like a horse. A soup-hungry horse. Usually took enough to feed a small clergy down there. Ja, glaube ich. Da geht's auf jeden Fall schon mal in den Keller runter. Look, I need to finish up here. Lots of soup to clean up. Blood too. Okay. Ja, da muss ein bisschen was aufgewischt werden. Belfry. Bell ringers only past this point. Infirmary. Justice endures, even in suffering. Glockenturm. Wollen wir mal gucken, was es hier gibt? Vielleicht kommen wir so hier aufs Dach. Okay, wirklich hoher Turm. Polierte Halskette. Aha, eine Glocke. Seht ihr was? Nö. Tressim? Da kommen wir, glaube ich, nicht hin, ne? Wir gucken mal, ob er einen Weg findet. Scheint ja irgendwo hinzulaufen. Tressim ist wahrscheinlich für den Krieg mit den Tauben verantwortlich. Okay, hier gehen wir raus. Ah, hier gibt es knorrige Wurzeln. Und etwas zum Ausgraben. Hier geht es auch noch runter. So, jetzt sind wir auf dem Dach. A Tresem. Never seen one in the flesh before. Meow. You notice the Tresem guards a shiny ring and stack of letters at its feet. So wie diese Briefe aussehen, könnte man vermuten, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Brieftauben von der Poststation zu tun hat. One needn't guess. Pigeon meat is my second favorite. Was mögt ihr denn noch lieber als Taube? Beholder. But it's exceedingly rare to come by. But let's not get bogged down in semantics. I believe you were just leaving, weren't you? Wir versuchen sie mal. Lasst diese Tauben in Ruhe, oder ich esse euch. Sehr schön. Ha! I'd actually enjoy watching you try. But let's not allow our baser natures to prevail. In truth, I've grown tired of this rooftop anyway. I'll be on my way then. There are a few places in the city I'd like to visit. I might have sussed some interesting items I'd rather like to get my paws upon. If I find anything interesting, I might even be willing to barter. Might. Ta-ra. Away. Okay, eine fliegende Katze, cool. So, da haben wir den Briefstapel. Aber einen Ring kann ich dann nicht erkennen.
Postmeister-Erkundigung nach einer Lieferung. An Rohr Mondglü, persönlich und vertraulich. Hört mal, Rohr. Ihr Zehnt aus der Stadt wart immer höchst professionell. Ich begreife also nicht, warum die Zelle in Vaucus Ruh so nutzlos ist. Ich sollte vor einigen Tagen mehrere Gegenstände von Ihnen erhalten, habe jedoch noch keinen Mucks gehört. Könnt ihr vielleicht mal eure Fühler ausstrecken? Zaris reagiert nicht mehr auf meine Nachrichten. Vielleicht können wir den ja auch abgeben. So, dann können wir hier auf jeden Fall wieder runter. Was liegt da? Ein Beutel. Können wir uns auch mal anschauen. Und dann gehen wir vielleicht den Mord auch noch nach hier. Vielleicht können wir da was aufdecken. Schurkenmorchel. Genau, hier wollen wir rein. Und dann führen wir hier das Gespräch mit ihm nochmal. Don't suppose you've stumbled across those letters yet? Ich habe die Briefe gefunden, aber es war äußerst schwierig. Ich fürchte, dass sich meine Gebühr erhöht hat. Da wollen wir noch ein bisschen extra Geld rausschlagen. Yes, fine. Just give me the letters. Still sealed. Thank the gods. You've no idea the kindness you've done me. What a relief. Sehr schön, 328 Goldstücke. Und eine Quest abgeschlossen hier. Wir können vielleicht mit dem Taubenkommandanten noch mal sprechen. You've returned, yet my flyers have not. I suppose they've flown this mortal coop, so to speak. Make your report. How did the battle unfold? Sie starben einen schrecklichen, schmerzhaften Tod, überall Blut und Federn. Was a vile business. But we fight on. We must deliver. As for you, flightless one, it was an honor taking you under my wing. Dismissed. Sehr gut. Okay, dann können wir hier, glaube ich, auch wieder raus. Quest erledigt. Da ist noch ein Briefkasten, da können wir vielleicht auch nochmal reinschauen. Und die Faust Felsbrut bewacht den vielleicht sogar. Okay, da ist nichts drin. Oh, Hundehaarallergie. Gut, Leute, wir sind am Ende der Folge angelangt. Würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.